Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, ich bin gerade ein bisschen am gucken, was wir mitnehmen können, um Dinge zu verkaufen. Gift kann ich mitnehmen, Gegengift kann ich mitnehmen. Holzschalen. Holzschaufel nehme ich mal mit. Holzschalen könnte ich mal einen Schwung mitnehmen. Können wir auch verkaufen. Hopfen kann ich noch nicht verarbeiten, aber da wird auch nicht schlecht. Hölzerne Fiolen. Oh, kleine Gürteltasche. Weidekörbe kann ich mal mitnehmen. Kupferhämmer. Kupferschaufeln, Kupfersicheln, den Langbogen kann ich mal mitnehmen. Leinenhemden können wir mitnehmen. Metflaschen, Mohnsamen, Pelzschuhe können wir auch mitnehmen. Steinpfeile, Säckchen, Temperaturtrank könnte ich auch noch verkaufen. Tonflaschen. Heiltränke, habe ich welche? Ja, haben wir dabei. Weinflaschen, die behalten wir noch. Wolle, Wollgarn. Haben wir, glaube ich, erstmal genug dabei. Guten Morgen, Igor. So, dann holen wir mal einen der Esel. Stinker. Steht gerade so schön bereit. Würde ich sagen, nehmen wir dich mit, ne? Und auf nach Piastovia. Gucken wir mal, dass wir dort ankommen. Und mal was gucken, was es da für Aufgaben gibt. Und die Dinge können wir dann verkaufen, die wir dabei haben, sofern die Händler genug Geld haben. Und ich könnte mal gucken, wer, was für Leute da in Piastovia sind. Zur Not müssen wir noch weiter reiten nach Skauki oder, ups, Klonitsa. Und dort noch mal nach Leuten gucken. Oder aus Toja. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber im Idealfall ist natürlich Piastovia. Weil es liegt halt einfach auf dem Weg. Da muss ich eh hin. Und wir sind eigentlich auch gar nicht so weit weg von Piastovia, ne? Finde ich. Klar, wir sind ganz im Norden, aber Piastovia sind wir relativ schnell und das ist zumindest im Moment der Hauptpunkt, wo wir hin müssen. Und ich liebe es immer noch, wie viel Platz wir da oben haben, wie schön wir uns da ausbreiten können. Das ist einfach unglaublich. Nochmal ein ganz anderes Baugefühl, als wie ich das vom Tal kenne, wo es halt doch deutlich, also da wo ich gebaut habe, deutlich enger zugeht. So, gucken wir mal, wer alles hier rumsitzt. So, Filiberta. 25, kann jagen, kann Landwirtschaft. Wie gut bis Gewinnung ist so gar nicht deins. Sweetoon ist 28. Der kann Gewinnung. Und kann auch überleben ein bisschen. Und sie kann überleben so gar nicht. Du wärst also schon ein guter Kandidat. Olaf 23.
23, der hat überall, bis auf Jagen kann er eigentlich alles. Hm, vielleicht nehme ich alle drei mit. So, ich bin dabei, mir eine neue Siedlung aufzubauen. Das musst du mir nicht zweimal sagen, okay. Dich würde ich auch mitnehmen. Bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Bin dabei. Klar. Und dich nehmen wir auch mit, Olaf. Bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Großartig. Wir sehen uns dort. So, dann würde ich nämlich Olaf und Filiberta zusammenstecken. Leeres Haus. Die kommen in das obere. Sie kann dann nämlich Jägerin machen. Jagdhütte. Weil Jagd kann sie. Und Landwirtschaft. Aber für Landwirtschaft müsste ich sie dahin ziehen lassen. Deswegen wird sie Jägerin. Olaf kommt dann in das gleiche Haus. So, der zieht dann zu ihr. Olaf kann eigentlich alles. Den würde ich dann zu den Holzfäller mitpacken. Ne, ne, da ist er schon richtig. Der kommt mit in die Holz, in den Holzschuppen. So. Und dann haben wir noch Svitun. Der kommt unten in das Haus. Und der kann Gewinnung und Überleben. Den könnte ich in die Fischerhütte packen, ne? Oder ich pack den in den... Wir haben Bernadetta noch als Bergarbeiterin. Die arbeitet aber oben. Was ist der Grabungsschuppen? Und das ist der da oben. Wenn, dann bräuchten wir den hier. Ah ne, Bernadetta ist hier. Die könnte aber auch Landwirtschaft. Wo wohnt Bernadetta denn? Bernadetta. Die wohnt dort. Das ist doch unten. Svojislava. Svojislava ist... Kräuterkundler. Der arbeitet dort. Dann ist das das Haus hier vorne. Okay. Da muss ich mal gucken, was hätte sie denn, hätte ich denn noch? Kann ich sie mit in die Landwirtschaft stecken? Im Prinzip schon, ne? Dann würde Bernadetta nochmal in die Landwirtschaft gehen. Das ist, glaube ich, eh mehr ihr Ding. Oder sie kann auch Crafting. Dann holen wir sie mal raus aus dem Grabungsschuppen. Sie kann auch Crafting. Küche geht noch nicht. Näherei geht auch noch nicht. Schmiede ist voll. Werkstatt könnte ich sie mit reinpacken. Machen wir das mal. Und dann kann... Olaf Svitun, der kann dann den Bergarbeiterplatz übernehmen. So.
Okay. Sehr schön. 2 Dinge, die fehlen. Was fehlt denn? Moment, da müssen wir jetzt aber gerade dann nochmal gucken. Der Näherei fehlt Leder. Ah, das dürfte jetzt aber mehr werden. Wir haben jetzt mehr Jäger. Okay. Und das andere ist die Schmiede. So, wir müssen zum einen Steuern bezahlen. Das könnte ich gerade mal auswählen als Quest. Da läuft der Dude. Hi. Könntest du... ich habe nicht genug Geld, ne? Nee. Ups, 3000 Taler. Hi. Zeig mir mal deine Waren. So, du kannst mal hier ein paar Schuhe kaufen. Und eine Holzschaufel kann ich dir noch verkaufen. 2 sogar. Einen Langbogen kannst du noch einen haben. Ja, mehr Geld hast du nicht. Ja, goodbye. So. Ja, du solltest vielleicht nicht so viel rauchen, meine Liebe. So, einfache Schuhe. Die kleine Gürteltasche kann ich verkaufen. Die Pelzschuhe können wir verkaufen. Habe ich sonst noch was dabei? Holzschalen, genau. Gegengift. So, das ist auch kein Geld mehr. Goodbye. So, jetzt kann ich die Steuern zahlen. Bist du gekommen, um die Steuern zu zahlen? Jawohl. Passt. Wow. Pflaumensaft muss ich noch kaufen. Hi, Dulu. Zeig mir mal deine Waren. Dann kann ich dir nämlich die Leinenhemden noch verkaufen. Ja, die Pelzschuhe nicht. Aber das Gegengift. Und Gift kann ich dir verkaufen. Ja, glaube ich dir. Hatte ich dir schon Sachen verkauft? Hello. Ne, habe ich noch nicht. Für dich habe ich auch noch Pelzschuhe. Was haben wir noch? Hier irgendwas dabei? Nö, oder Bronze, sag mal, ist auch nicht mehr gut vom Zustand her. Aber dir kann ich noch Gift verkaufen. Nachtsichttrank. Den Temperaturtrank verkaufen wir mal, den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Achso, und dann habe ich hier ja noch Weidekörbe dabei. So, wie viel Geld haben wir? 2000, sehr gut. See you. So, wo ist... Da, hi Possenomir. Zeig mir mal deine Waren. Kriege ich bei dir Saft? Jawohl. Pflaumensaft bräuchte ich. Pflaumensaft. Da haben wir ihn doch. Ja, leb wohl. So, haben wir auch. Und dann müssen wir gerade mal wegen Aufträgen gucken. Was gibt es denn? Der Grabräuber. Eine Bronzeschaufel, 11 Säckchen. Okay. Feuer und Flamme, Bronzepfeile, Kupferpfeile. Jage Tauben. Okay. Nicht unbedingt mein Lieblingsjob, aber wir kriegen Geld dafür. Stinker? Wo ist er? Okay. Was auch immer du da oben machst,
Kommst du hier hin? Dann kann ich nämlich einfacher aufsteigen. Wolltest du mal die Aussicht da oben genießen oder was? Wie darf ich das verstehen? So, es sind immer noch zwei Dinge, die fehlen. Ich guck gerade nochmal. Ach so, hier muss ich ja hin. Näherei. Ist immer noch Leder. Fischerhütte ist nicht besetzt. Dem Brunnen fehlt was. Da hat keine Eimer mehr. Werkstatt. Machst du Eimer? Nö. Dann ist es kein Wunder, dass der keine hat. Das können wir mal runterdrehen. Nicht auf Null, aber runterdrehen. Mach du mal Eimer. Oder macht ihr mal Eimer. So. Passt. Dann könntest du auch noch wieder ein paar mehr Weidekörbe machen. Sehr gut. Jagd muss ich gerade mal gucken. Wie viel Leder produziert ihr? Auch schon ganz ordentlich. Da sollte das auch bald hinhauen. Holzschuppen. Das sieht auch gut aus. Produzieren wir auch genug Stöcke. Brennholz ist auch nicht verkehrt. Da gehen wir mal vielleicht auf 5% runter. Machen wir so. Dass wir noch ein bisschen mehr Brennholz haben. Passt. So, dann würde ich hier in die Mine noch reingehen. Achso, und Tauben müssen wir jagen, ne? Tauben oder Krähen? Tauben. Täubchen. So, dann gehen wir mal hier rein. Können wir nämlich ein bisschen Leder mitnehmen. Also nicht Leder, aber Zinn und Kupfer. Zinn vor allen Dingen. Kupfer, Zinn. So. Zinn. Kupfer produzieren meine Leute, aber Zinn muss ich halt machen. Kupfer, Kupfer. Salz. Zinn. Die Höhle ist auch nochmal wieder anders als wie die bei uns. Ist auch Kupfer. Zinn, sehr gut. Hier kann ich jetzt ein bisschen dann in die noch ins Esel-Inventar packen. Müsst ihr mal Hufeisen geben, glaube ich. Ne? Dann kann er nämlich mehr tragen. Aber. So. Das ist Kupfer. Das wollte ich nicht mitnehmen. Zinn hat erstmal Vorrang. Jetzt gucke ich mal, dass ich das Esel-Inventar fülle. Wenn ich hier rausfinde. Und dann kann ich gleich noch einen Gewichtstrank nehmen und dann passt das. Ich hatte dem das weiter weggeparkt, nicht dass da Wölfe drin sind und die den Esel angreifen. Das wollte ich da vermeiden. So.
36 Kilo. Bin gleich wieder da, Stinker. Dann holen wir nochmal Zinn. Das war Kupfer. Kupfer hatten wir, glaube ich, auch gerade schon. Das ist Salz. Kupfer. Zinn. Kupfer. Zinn. Ich habe keine Fackel mehr, ne? Ne, keine Fackel mehr dabei. Müssen wir gerade den Rest im Dunkeln machen. Aber ist jetzt eh gleich vorbei. Neues Gebäude freigeschaltet. Küche 2. Jawoll. So, Gewichtstrank wollte ich gerade noch nehmen. Den ich nicht dabei habe. Roggenbrei können wir mal hinnehmen. Ich dachte, ich hätte einen Gewichtstrank mitgenommen, aber ganz offensichtlich nicht. Machen wir das halt über Roggenbrei, nicht wahr, Stinker? Dann machen wir das halt über den Roggenbrei. Kriegen wir zumindest ein bisschen an Gewichtsplus. Und wir können heute die Küchen upgraden, das freut mich. Das freut mich sehr. Einzige, was ein bisschen nervig ist, dass wir die Tauben jagen müssen, aber es gibt halt Geld, ne? Und wir brauchen Geld. Das haben wir in der letzten Jahreszeit schon leer geräumt. Das sind alles Krähen. Ich muss nachher mal gucken, wo überhaupt Tauben sind. 9 Stück brauchen wir wieder. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Und dann Pfeile brauchten wir, ne? Säckchen und eine Bronze-Schaufel, glaube ich. Reiten wir den Weg. So. Laden wir gerade mal ab. Stein, Zinnerz. Stein, Sattel gleich erst. So. Stutfohlen müssen wir bei Sabine nachher gleich mal gucken gehen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir haben ja ein Stutfohlen gekriegt. So, können wir Stinker erstmal hier parken. Erstmal hier parken. So. Den machen wir da rein. Dann gucke ich gerade mal, wo gibt es denn hier Tauben? Technologie. Küche. Was haben wir denn damit eigentlich freigeschaltet? Roggenbrot, Weizenbrot. Wir können jetzt Brote machen, das ist gut. Meerkornbrot, auch gut. Wie viel Geld habe ich denn? Beerenbrei, den sollten wir mal. Und Rührei mit Pilzen und Gemüsesuppe, die ist wichtig. Und Käse ist wichtig. Sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich Käse machen.
Sehr gut. Das kann ich dann hier nämlich jetzt mal einstellen bei den Küchen. Küche 2. Du brauchst keine Pilzsuppe mehr machen. Auch kein Fleisch mit Soße erstmal. Da können wir jetzt hochwertigere Sachen machen. Vor allen Dingen, du kannst Quark und Käse machen. Machen wir mal hier auf 30%. So. Und Küche 1. Die braucht auch kein gebratenes Fleisch. Kohlsuppe können wir auch mal weglassen. Dann machen wir jetzt nämlich erstmal Gemüsesuppe. Ist ganz gut, wenn die weniger Fleisch brauchen. Dann machen wir Gemüsesuppe und Brot. Machen wir Gemüsesuppe. Hä? Oh, und Rührei mit Pilzen können wir natürlich machen. So. Bisschen Bärenbrei wäre vielleicht kein Fehler. Gemüsesuppe, da ist sie doch. Die gute Gemüsesuppe. Und dann brauchen wir Brot, wollte ich machen, ne? Roggenbrot. So. Dass wir mal was hochwertigere Nahrung kriegen. Was fehlt hier an Material? Käse. Und dir fehlt immer noch Leder, aber das müsste bald besser werden. Tauben wollte ich gucken. Wo haben wir Taube? Wo ist Taube? Taube ist das da. Das ist Krähe. Hier haben wir Tauben. Ach so, hier unten sind wir. Das. Das ist Krähe. Das ist dieser kleine Dings. Das ist auch Krähe. Das ist Krähe. Da ist Taube unten am Wasser. Ups. Den wollte ich nicht setzen. Am Wasser sind Tauben. Und dann da auf der anderen Seite sind Tauben. Dann gehen wir erstmal runter zum Wasser, glaube ich. Hier sind auch nochmal Tauben. Auf dem Weg nach Piastovia. Und hier unten sind auch noch mal Tauben, das weiß ich. Da sind noch mal Tauben und da sind noch mal Tauben. Dann gehen wir gerade mal zum Wasser runter, gucken wir mal, wie viel wir da kriegen. Dürfte jetzt auch gleich Milch geben, denke ich. Hi Igor. Hi Leopolda. So, dann gehen wir mal auf Taubenjagd. Wir zumindest mal zwei oder drei schon mal kriegen. Hi, Svibor. Unser Neuzugang. So, da hinten müssten die irgendwo sein. Und ich kann hier gleich nachher noch Zinn holen. Ich habe schon wieder keinen Gewichtstrank dabei. Sehr gut durchdacht, nicht? Oh, die sind wieder da. So viel zu den Tauben.
Aua. Der saß. Ups. So. Käse. Das dreht er einfach ab. So. Ich glaube, der ist eine ist hinüber, der da so mit gespreizten Armen steht. Aber der andere Kollege natürlich noch nicht. Jetzt packe ich hier am Baum fest. Na, ganz toll. Hä? Wo ist er hin? So, war der einzige. Sehr gut. Haben wir die erledigt. Haben wir auch wieder Fischbeere. Sehr gut. Drei Käse. Sehr schön. Hattest du bei so einen Pfeil? Und keinen, wo ich dran käme. Eigentlich wollte ich ja wegen Wein geguckt haben, ne? Wegen Tauben, nicht wegen Wein. Wie komme ich jetzt auf Wein, weil da gerade eben mal Wein stand, ne? Bronzesperre, die können wir noch wieder verkaufen. Fischfilet. Ah, Birnbaumsetzlinge, sehr schön. Da sind Tauben. Das war das, weswegen ich eigentlich hier war. So. Da sind noch welche. Der Rest fliegt erstmal. So, sammeln wir die zwei zumindest mal ein. Neun braucht man, glaube ich, insgesamt. Da waren auch nochmal Kupferbolzen. Die sammle ich natürlich ein. So, einer. Zwei. Ah, der liegt drauf. Okay, an den komme ich nicht dran.
Taube landet. Sehr gut. Mist. Kriegen wir auch noch gleich Federn und ein bisschen Fleisch. Das passt auch ganz gut. Aber 3 Tauben haben wir schon von 9. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, ich trinke noch ein Schlückchen. Ich habe immer noch keine Fackel, ne? So, da vorne lag hier irgendwo noch ein Bandit rum. Den wollen wir natürlich auch noch plündern. Kupfermesser. Hattest du nicht eine Axt dabei? Doch. So, gerade mal gucken, ob hier noch eine Taube gelandet ist. Jawohl. 2 sogar. Ja, die ist weggeflogen. Aber zumindest die haben wir. So, dann gehen wir jetzt gleich auch schlafen. Dann gehe ich jetzt nicht mehr in die Mine. Das ist jetzt nämlich zu dunkel. Viel zu dunkel. Machen wir am nächsten Tag. Aber wir haben jetzt schon ein paar Tauben, das ist schon mal gut. Den Saft könnten wir nachher noch abliefern, aber das machen wir auch morgen, denke ich. Und wie viele Tauben haben wir jetzt? 4, glaube ich, ne? 4 oder 5? 4 von 9. Das ist doch schon mal ganz gut. Die eine kriegen wir, denke ich, auch noch am nächsten Tag. Können dann auch gleich mal noch ein bisschen Erz wieder besorgen. Hi, Adal, was machst du denn jetzt hier? Was machst du um diese Zeit jetzt noch hier draußen? Wenn ich mal so fragen darf. Der sollte eigentlich im Bett liegen. Ja, Küchen können wir aufwerten. Das ist auch schon mal schön. Aber das machen wir auch nicht mehr jetzt. Müssen wir nochmal eine Fackel besorgen. Ne? Eine haben wir, glaube ich, auch noch. Ja, ich bin schmutzig. So. Fackel. Eine haben wir doch noch. Achso, dann kann ich hier natürlich auch gleich mal... Die Bronzesperre brauche ich jetzt nicht. Die Fischsperre brauche ich nicht. Die Kupferachsen nicht. Kupfermesser. Da reicht mir eines. Den Langbogen brauche ich nicht. Den Knüppel nicht. Steinmesser nicht. Steinpfeile nicht. Bierflaschen kann ich hier reintun. Die Setzlinge erstmal. Das Eisenerz. Federn. Weinflasche. Wollstoff. Und das Essen können wir gerade auch mal noch lagern. Jetzt kann ich aber auch die Fackel nehmen. Jetzt habe ich ja eine dabei. Dann sehen wir nämlich auch was. Apfelwein. Fleisch, gebratenes Fleisch, gesalzenes Fischfilet, Käse, Pflaumensaft brauche ich, Roggenbrei ist meiner, Zwiebels, so. Sehr schön, dann gehen wir noch uns waschen. Ja, und dann beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.